Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana, Royaler Battle. Soeben abgeschlossen. Die Aufnahme vom Royalen Battle und was da genau passiert ist, gibt es erst in einigen Tagen. Der Grund ist relativ einfach. Ich bin jetzt längere Zeit nicht wirklich in der Lage, Aufnahmen zu machen. Und weil ich dazu nicht in der Lage bin, musste ich vorproduzieren. Und der Royale Battle, den werdet ihr im nächsten Jahr sehen. Ja, über die Weihnachtszeit bin ich einfach nicht da. Und kann leider nicht zocken und deswegen kann ich leider auch nicht aufnehmen. Punkt, Punkt, Punkt. Ist klar. Und ich möchte euch trotzdem täglich ein Video schicken. Das heißt also, den Royalen Battle werdet ihr sehen. Ihr werdet also sehen, wie ich Anthony bekomme. Und was ich mir hier unter den Waffen ausgewählt habe, auch das verrate ich jetzt erstmal nicht. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Event nur für kurze Zeit. Sturmkönig-Anstecker. Ja, Glückwunsch. Du hast den Sturmkönig besiegt. Im Verlauf der nächsten Tage teilen wir dir per E-Mail bam, 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 mit, wie du dir einen Sturmkönig-Anstecker holen kannst. What the fuck? Hä? Ich bin am Überlegen, gleich in mein E-Mail-Postfach zu stürmen, wobei hier steht, in den nächsten Tagen, im Verlauf der nächsten Tage, also vermutlich ist es mehr als plus eins, also 2, 3, 4, 5, 7 Tage, 10 Tage, 12 Tage, 15 Tage. Was ist im Verlauf der nächsten Tage? Das ist ein bisschen, ja, per E-Mail. Also das heißt, ihr solltet natürlich Zugriff auf euer E-Mail-Postfach haben. Habt ihr mit Sicherheit, weil sonst würdet ihr irgendwann mal ein Problem kriegen. Ich vermute, das verifizieren die da nochmal die E-Mail mit, weil sie das so machen. Haben sie es gar nicht implementiert und müssen das schnell nachliefern. Und deswegen, was ist der Sturmkönig-Anstecker überhaupt? Fragen über Fragen. Und ich kann es nicht beantworten. Diese Folge erscheint definitiv lange vor der Sturmkönig-Geschichte. Deswegen, jo, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubana. Ciao. Und Abo nicht vergessen. Danke. Glocke schadet auch nicht. Tschüss.